Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der PlayStation 4. Ja, heute ist das große Kuhn Equipment Pack rausgekommen. Aktuell hier auch im Play Store für 14,99 €. Ich habe es aktuell nur für den PC. Mal sehen, ob ich es mir auch noch hole. Ich weiß es noch nicht genau. Dann gibt es noch das Massey Ferguson Black Dual. Das bekommt ihr hier kostenlos, wenn ihr exklusiv dieses Online-Dings habt, ne? Das ist ja an mir vorbeigegangen, dieses Traktor DLC Pack für 4,99 €. Aber wir können nur mal kurz reinschauen, damit ihr auch auf dem Laufenden bleibt, was das anbelangt. Okay, das wusste ich gar nicht, dass man hier diese Edition zum Teil noch extra. Einen Season Pass gibt es? Aha. Naja, auf jeden Fall das Kuhn-DLC, das habe ich ja heute vorgestellt für den PC. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, würde ich mich freuen. Es sind zwei Folgen halt. Ist ja im Prinzip genau das gleiche wie jetzt hier auf der PS4. Das ist ja ein Geklicke hier, oder? Ja, 18,9 € Geräte. Aber das könnt ihr euch mal selbst anschauen. Ne? Was mich gerade nochmal interessiert, ist jetzt hier, was soll denn das mit dem Season Pass? Was macht der? Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir daraus lesen können. Dann gucken wir gleich nochmal in der Community. Da sind noch ein paar Leute, die aufgenommen werden wollen. Wenn ihr das auch möchtet, sucht einfach mal an der PlayStation nach Simotube und dann könnt ihr da auch mitmachen, wenn ihr denn eine vernünftige Spielweise habt. So finden sich da halt die Spieler. Ich bin da seltener vertreten aktuell, aber ich schaue bestimmt auch nochmal rein ab und zu. So, Spargeld, Season Pass, hast du aus Zugang zu diversen Paketen. Okay. Die nächsten Monate noch so kommen. Aha. Okay. Ist ja interessant. Aber 35 € ist natürlich nicht ohne. Ja gut. Heute das wäre schon mal 15 €. Wenn die noch was in der Größe bringen, dann hast du ja auch schon 30. Dann noch eins kommt. Und jetzt wahrscheinlich dann diese kleinen Dinger dann auch alle noch dabei, ne? Ist eine Überlegung wert. Das muss ich mal durchrechnen. Würde ich jetzt nur auf der PlayStation spielen, würde ich persönlich, kann nur für mich sprechen, ja, nicht, dass es wieder so eine böse Kommentare gibt. Ich würde es mir dann holen. Wir sind hier noch auf unserer Colboro-Karte, aber wir haben jetzt eins vergessen und zwar wollte ich nochmal gucken, wer hier mitmachen wollte. Hier. Die laden wir nochmal flugs ein. Ich wahrscheinlich eh schon spät dran. Ah, vom Sonntag, okay. Du bist auch dabei. So, dann springen wir wieder zurück und dann wollen wir endlich mal spielen. Ich muss jetzt nochmal gucken. Ah ja, okay. Der ist eigentlich dann voll. Da gucken wir gleich mal, ob wir den Weizen vielleicht schon direkt verkaufen können. Denn wir hier, das nächste Ziel ist auf jeden Fall sofort hier mit Tieren anfangen. Wir haben jetzt schon Tiere, ne? Ich versuche mal, mir die Tasten zu merken. Klappt nicht immer. So, der Helfer hat uns hier so ein bisschen verwirrt. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir dieses Dreieck hier auch noch wegkriegen. Die Fruchtzerstörung haben wir auch drin. So. Fährt aber anscheinend ordentlich. Jetzt gucken wir mal nach den Weizenpreisen.
Überhaupt, ob es da irgendwo was Nettes gibt. Ja, nicht so prickelnd, ne? Ein Tausender. Puh, ist ja nix, oder? Ich weiß nicht, so 1,4 oder so, oder wenigstens 1,2 müssten wir schon haben. Wir müssen nicht akut an Geldnot. Wir lagern das Ganze erstmal ein. Boah, wer will denn hier die ganzen Ballen pressen? Wenn ich jetzt einen Multiplayer hätte, würde ich mal einen von einladen und sagen, hey, hier, komm, wer hat Bock, ne, Ballen pressen? Wird es da jemanden geben, der das machen wird? Aber wie gesagt, also, ey, ich muss mal, ich habe ja noch gar kein Online-Ding hier, ne? Aber das wäre nochmal so ein Gimmick. Also das wäre mir zu überlegen. Ob wir sowas vielleicht in Zukunft mal irgendwie mal planen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Da ist auf jeden Fall der Hof. Ah ja, hier kommen wir langsam. Ja, hier muss er auch noch. Also so einen Drescher voll werden wir noch kriegen. Jetzt soll ich auch mal ganz voll machen können, ne? Also cool, DLC ist schon sehr cool. Also mir gefällt, was mir besonders gut gefällt, ist der Ballenwickler für die Quaderballen. Das finde ich so geil. Und die Presse ist auch toll, die Rundballenpresse, die automatisch auch gleich wickeln kann. Die ist auch nett. War hier nicht mein Lagerfeuer? Nicht? Ja, mit dem Wasser gab es auch noch mal viele Tipps. Unter anderem hier natürlich den Hydranten. Aber auch, ich könnte ja zum Beispiel den Hydranten setzen. Da gibt es auch eine Mod, ne? Was man nochmal zur Not machen kann, wenn es jetzt gar nicht passt. So. Ja, so, da kommt schon gut was zusammen. Wenn wir es jetzt nicht unbedingt verkaufen müssen. Wir waren jetzt auf Feld 9, ne? Ich soll hier lang fahren. Ich hoffe mal, hier gibt es so eine Einfahrt. Aber eigentlich ist das ja von allen Seiten befahrbar. Die Felder, meine ich. Oder? Ja, Vollbremsung. Ja, der Helfer ist zum Heulen. Also, ich weiß nicht, letzte Update stand Helferverbesserung. Gut, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch an der Karte. Kann auch sein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Probleme habt. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben. Aber wir kriegen die Ecke hier schon klein. Ja, so ist nicht. Die muss ich mal ausmachen. Wie ist denn was bei euch? Nutzt ihr das manuelle Starten oder sagt ihr, nee, das ist mir zu nervig? Ich will, dass das Ding anspringt, wenn ich reinsetze. Mich auch mal interessieren. Bin ja mal so neugierig. Boah, jetzt Cosplay. Oder ein Helfer, der das macht, das wäre auch cool. Los geht's. Also mit den Quallerbeinen, da war ich in der Richtung sowieso überrascht. Mit dem Beinwickler, dass es sowas überhaupt gibt. Also
Ich hatte keine Ahnung davon, dass man wirklich mittlerweile Quallerballen wickeln kann. Das ist wirklich eine geile Sache, ne? Ist auch schön für Silageballen machen. Ja, man muss halt nicht immer auf die blöden. Was mich bei den Rundballen immer nervt, ist immer so dieses Rauswerfen, dieses Anhalten. Da bist du schon wieder drüber eigentlich mit der Schwarz und. Ah, wie es immer so ist. Der blöde Helfer steht schon wieder. Kannst du echt verzweifeln, aber ich kann den Rest hier jetzt auch nicht sagen, komm, wir machen jetzt ein anderes Feld. Das. Ich bin gespannt, wie das hier wird mit dem Grubbern. Ich muss auch mal gucken, ob wir vielleicht sogar flügen müssen. Eine Ecke hier fertig machen. Ach Mann, ist das doof, echt. Warum machst du das? Wenn ich schon lieber links starten möchte und sowas, kann das nicht sein. Das muss er ja nicht so hinkriegen. So. Das muss so funktionieren. So, gleich mal gucken, wie das nächste Feld ist, was wir beglücken wollen. 75. Ja, Helfer B. Helfer B hat einen am Zaun irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mann. Meint ihr, das liegt ja am Drescher? Können wir denn. Was wird denn jetzt ein Drescher kosten? 124.000. Welchen haben wir denn jetzt eigentlich? Ist der denn hier gar nicht? Welche sind hier so? Wieso sehe ich unseren Drescher dann nicht? Den Case 1660. Wir würden noch 100.000 dafür kriegen. Der hat eine Arbeitsbreite von 1660. Was heißt denn das? Das ist schon wieder 1660 Axia Flow. Achso, das heißt, das ist ein Anbauteil, ne? So langsam komme ich ja auch dahinter. So. Mm-hmm. 1660 haben wir. Was ist der? Okay. Ja, dann den zu nehmen macht auch keinen Sinn. Also wenn, dann müssten wir auf dem für 176.000. Was macht denn unser Kredit? Haben wir da irgendwie noch eine Möglichkeit? Wir haben jetzt 50.000 Kredit. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt gehen könnten. Sonst will ich es mal mit einem anderen Drescher probieren. Aber ich mache jetzt hier nochmal in diese Ecke
Und dann probieren wir einfach nochmal ein anderes Feld aus. Weil jetzt deswegen steht er noch ganz gut im Kurs, auch nicht, weil der ja noch nicht alt ist, ne? So, jetzt mit dem Streifen hier mal mit. Jetzt gehen wir nicht mal mit einmal, oder? Ja, es hat nur mal so Interesse halber, ob das jetzt wirklich an diesem einen Feld hier liegt oder ob wir hier generell Probleme auf der Karte haben. Zum Mieten bin ich eigentlich auch zu geizig. So. Aber wie gesagt, da wäre echt nochmal interessant, wie es da bei euch aussieht. Den Kredit würde ich ungern in Anspruch nehmen, also zumindest würde ich das lieber für Tiere tun. So, hier mit Schweinen anfangen. Das würde mir auch nicht besser passen. Als jetzt gleich einen neuen Drescher zu kaufen. So, nächste Stück. Ja, dann hat sich ein Spieler ja erbost oder darüber ausgelassen, dass es ja traurig ist eigentlich, wie wenig es dann für den LS17 für die PlayStation gibt und dass es dann viel mehr gibt an LKWs und so weiter für die PC-Version. Ja, stimmt schon in dem Sinne. Aber es war sogar jetzt mit LS15 sogar so, da hast du gar nichts gehabt. Ne? Nix. Deswegen war ich ja schon so erstaunt, dass wir jetzt so relativ schnell sind, Mods nachzureichen. Also ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und es ist teilweise ja auch oft so, dass wenn die Fahrzeuge Skripte und so verbaut haben, ne, dass die dann halt geändert werden müssen für die PlayStation, weil du diese Skripte halt nicht drin hast. Das beste Beispiel ist dieser Mengele-Wagen oder den Ladewagen, wo du als Beispiel ja, die Folien ändern kannst. Oder vielmehr, was heißt Folien ändern? Quetschfolie. Das ist richtig. Die Messer musst du tauschen. Ne, die sind irgendwann abgenutzt. Und Siliermittel kannst du benutzen, dazu schalten. Das hat eine bessere Ausbeute. Und das verbraucht sich halt. Das musst du dann halt auffüllen. Da gab es mal eine Presse, ne, mit Folie, wo du die noch füllen musst. So. Um einfach jetzt, um das Ganze mal zu testen, gehen wir jetzt mal auf ein anderes Feld. Was ist denn überhaupt noch unser und was ist denn da noch drauf? Gut, auf Feld 2 könnten wir gehen. Da ist Gerste. Und ja, jetzt sind wir mal Feld 2. Man hat auch eine komische Form, ne? Und auf Feld 8, was haben wir da? Das Raps, das wäre jetzt das Nachbarfeld. Und wir nehmen erstmal Feld 8. Wie sieht es mit den Preisen aus? Können wir da nochmal festmachen? Raps, der Preis. Oh, der ist noch gut. Kann man jetzt nicht meckern. Dann nehmen wir erstmal den Raps. Mal abtanken. Welchen? Da ist der Traktor.
Haben wir eh noch ein bisschen zu tun, ne? Von daher. Aber ich überlege mir das mal, wie wir es mal machen könnten. Im Multiplayer vielleicht so als vorerst mal als stummer Helfer oder so, wenn da mal jemand Bock zu hat. Warum nicht? Oh, was nach unten ziehen? Nach unten ziehen, okay. Gut. Wir sind erstmal durch, YouTube. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann mal das Rapsfeld an und ich bin gespannt, ob der Helfer da mal ein bisschen mehr durchzieht oder ob das dann wieder so ein Käse ist. Ne? Weil, glaube ich, dann echt. Das macht dann auch keinen Spaß, wenn jetzt alle Felder so sind. Also, ich habe jetzt keine Lust, bei jedem bisschen den Helfer neu umzusetzen. Dann würde ich auch sehr schnell sagen, die Karte ist nichts für uns. Muss man halt auch so ehrlich sein und sagen: Hey, da haben wir keinen Spaß dran. Weil, wenn ich jetzt durch die Gegend fahre und jedes Mal steht der Drescher wieder. Da ist ja so viel Zeit verloren, aber naja. Immer schön Dank für das Interesse an die Community, dass da noch ein paar mitmachen. Und würde mich freuen, wenn ihr euch da weiter austauscht. Ist halt so ein Treffpunkt. Und ja, ich lasse mich da mal blicken. YouTube, mach's gut!